Hallo ihr liebe Früchtchen und Vampire da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Pfad von Dead by Daylight, unserem Halloween-Special. Das klang schon wie neuer Pfad anstatt neuer Part. Richtig, ich habe Pfad so halb falsch ausgesprochen, aber es sollte Part heißen. Okay. Aber ja, genau, herzlich willkommen auf jeden Fall. Woher habe ich den denn? Den habe ich mir doch gar nicht gekauft. Wieso habe ich Alan Wake als Überlebenden? Ah ne, der ist ja auch gar nicht da, den muss ich mir noch kaufen. Okay, wollte ich gerade sagen. Warum ist der hier drin? Da sind noch Münzen abgebildet. Nehme ich mal Sanitäter. Ist halt die Frage, können wir irgendwie bewusst die Map wechseln, auf der wir spielen? Ja, genau, stimmt. Das war noch die Frage hier. haben wir das hier irgendwo? Partyverwaltung. Vielleicht geht das hier irgendwo. Ja, genau. In den Karten sind tatsächlich zufällig ausgewählt. Und er hat immer dieselbe ausgewählt. Das ist irgendwie blöd. Lol. Ja, hab mich schon gewundert, weil ich hatte das auch so in Erinnerung, dass er eigentlich immer automatisch eine neue auswählt. Aber gut, dann halt. Ja, war anscheinend. Also soll ich es dann bei zufällig lassen oder soll ich aktiv eine auswählen? Ich kann jetzt hier auch irgendeine andere auswählen. Nee, sonst lass erstmal zufällig. Vielleicht haben wir Glück. Also wenn es jetzt wieder die gleiche Karte ist, können wir für das nächste Mal dann da was machen. Ja, das wäre schon sehr seltsam. Hier mal hintereinander. Aber gut, wir probieren es mal aus. Jo. Also bei Warfan hatte ich das auch schon, dass von 40 Karten drei Stück immer dieselbe war. Bei drei Runden. Okay. Kann passieren. Jo. Ja, schon ein bisschen komisch, aber ja. Klar. Die Wahrscheinlichkeit ist halt immer wieder gleich am Anfang, aber trotzdem. Strange. Verbindung zu anderen Spielern wird hergestellt. Jetzt habe ich auch wieder eine andere Sicht, weil ich bin ein Überlebender. Oh nee, der Fallensteller wieder. Der Fallensteller ist ganz schön stark. Ja, vor allem, wenn man die Fallen nicht sieht und reintritt. Ja, das ist ja ein paar Mal passiert, als ich der Fallensteller war. Naja, einmal. Ich bin ein einziges Mal in eine Falle getreten. Also so oft ist es auch nicht. Ich bin nicht in jede Falle getreten. Ah, ja, wirklich mal was anderes. Kohlelager. Ja, ich habe tatsächlich auch irgendwann gar keine mehr platziert, weil ich irgendwie nicht mehr brauchte, deswegen. Wir waren schon alle tot. So schlecht waren. Ja, ihr wart schon alle tot, richtig. Wir waren zu scheiße. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Also das würde ich jetzt reklamieren. Ich muss bloß aufpassen, dass ich wieder in meinen eigenen Fall nicht reinrenne. Ja. Wäre von Vorteil. Obwohl, nur zu deinem. Für uns wäre das natürlich gut. Kannst du gerne machen. Ja. Ah, wann kommt das nächste? Wo seid ihr denn, meine Lieben? Versteckt. Ich bin im Untergrund. Du wirst mich niemals finden. Eingebuddelt. Ja. Das Problem ist, ich kann keine Generatoren lösen, wenn ich im Untergrund bin, aber ja. Du Verräter! Da muss man erstmal drüber hinwegsehen. Ihr macht das schon. Ja, schön. Nicht, dass wir jetzt wieder verlieren, weil die KI zuerst tot ist. Ja. Komm her, komm! Okay, danke Annie, dass du mich einfach übersehen hast. Ich war direkt neben dir gerade, aber du bist einfach wieder vorbeigelaufen. Sei froh! Ja, bin ich auch. Ich hab den ersten Generator mal kurz gelöst. Dauert aber auch ewig. Ja, wenn man das alleine macht, dauert es wirklich sehr lange. Mein Charakter ist Führungspersonal, eigentlich müsste ich bei euch sein. Da ist gerade ein Generator aufgeblitzt. Wer hat schon wieder die Quicktime-Events nicht geschafft? Oder war das ein Zeichen, dass er fertig ist? Kann auch sein. Oder so, stimmt, wahrscheinlich. Weil also sonst sehr sollte gut der gemacht. Ja rot. Ich möchte mich korrigieren. Erstmal meckern und dann so, ja, so gut gemacht. Sehr schön. Ja, es tut mir leid, es war mein Fehler. Ei ist gerade zu mir gekommen und hat sich kurz geduckt, um mir zu zeigen, dass ich ihn heilen soll. Ich dachte, es ist ja einer von euch. Er hat sich gebückt und hat gesagt, komm. Zeige dich dankbar. Für irgendetwas. Okay. Ja, ich hab dir Schoki mitgebracht. Schoki. Ich mag Schoki.
Ich weiß. Wenn er sich bückt, welche Schoki meinst du? Oh je! Nein, die ganz normale meinte ich jetzt tatsächlich. Okay. Aber ja, die gibt's auch noch. Daran habe ich jetzt aber nicht gedacht. Sehr gut. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ja. Ja, aber man wird auch mit der Zeit einfach als Charakter. Oh Gott. Als Charakter besser hier. Deswegen, also wenn man die Quicktime-Events spielen muss, wird man mit der Zeit besser. Das ist der Vorteil. Und deswegen hat der Killer irgendwann weniger Chancen. Aber gerade in den ersten Runden ist es einfacher, den Killer zu spielen, würde ich behaupten. Weil die Steuerung etwas einfacher ist. Als du gerade durchs Fenster geklettert bist, saß ich direkt daneben. Aua! Hilfe! Ja, Annie übersieht immer alle, die an der Seite sind. War bei mir gerade auch schon so, ist einfach vorbeigelaufen. Das war auch in den anderen Parts schon so. Ja, kann gut sein. Oh. Da ging jetzt nichts zu mir. Oh. Wuhu! Nein, ich bin überhaupt nicht in deiner Nähe. Ich habe gerade nur so ein Brett in den Weg gestellt. Vielleicht habe ich dich verloren. Sei froh. Ja, das ist gut. Ich habe gewonnen. Ich habe gegen einen Killer gewonnen. Ich bin unbesiegbar. Also haben wir jetzt alle Generatoren oder fehlt noch einer? Nee, wir haben alle. Ah, sehr gut. Sich einfach zu ducken ist echt hilfreich. Voll nice. Tschüss! Ah! Oh, war das knapp! Also noch knapper ging es nicht. Nee. Wagemutig am Killer vorbeigelaufen. That's me. Das Spiel hat mich verarscht, hier sollte ein Ausgang sein. Oh oh. Als ob die jetzt genau hierher kommen. Oh. Ist doof gelaufen. Geh weg. Ja genau, nimm mich einfach nicht mit. Hilf mir! Also ich kann dir nicht mehr helfen, ich bin leider schon raus. Ja, ich weiß, du bist einfach schon abgehauen ohne uns. Frechheit. Ja, gemeinsam mit David. Ich bin mit ihm durchgebrannt. Ja, mit der KI soll. Ich dachte halt, du würdest durch den anderen Ausgang easy rauskommen. War ja auch fast so. Ja, das Problem ist, ja, war auch fast so, aber dann tauchte da auf einmal Annie auf, so ganz zufällig. Das war ein bisschen blöd. Das war jetzt aber auch dumm, sich an den Schalter zu stellen in dem Moment. Ja, das Problem ist halt, ich komme halt nicht weg. Wenn man einen die ganze Zeit verfolgt, was soll ich dann machen, ne? Ja, klar. Irgendwann werde ich halt sowieso an den Haken gehängt. Hättest du auch die Falltür sonst suchen können? Ja, keine Ahnung, wie das. Ja, die ist immer natürlich irgendwo versteckt, ist klar. Ja, das ist richtig, deswegen. Da kann ich ja 30 Jahre lang suchen. Ach komm. Hilfe. Jetzt kann sie natürlich hier campen. Die Lange. Außer dass die Feldtür nur auftaucht, wenn nur noch ein lebender Spieler unterwegs ist. Ich dachte, wenn der Ausgang offen ist an sich so. Noch. Oh nein. Das war jetzt auch echt unglücklich. Vor allem, weil du noch in der Falle von mir gelatscht bist. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Einfach reingetreten. Ach, was war das denn? Ja, ich dachte, sie hätte mich nochmal attackiert. Deswegen stand der direkt daneben. Dann hätte es keinen Unterschied gemacht. Tschüss. Tja. Da geht er hin. Ja, schade. Aber irgendwie fühle ich mich. Aber ich wurde auch gefokust in der Runde, deswegen, also alles gut. Aber ich fühle mich irgendwie immer schlechter, weil irgendwie jeder, wenn der Killer es schafft uns alle. Außer ich habe nur eine Person geschafft. Ich habe den falschen Killer wahrscheinlich einfach nur gespielt, das war zu schlecht. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Du hast ja einfach gesagt, dass du den ersten nimmst, aber ja. Ich weiß schon, wenn ich als nächstes ausprobieren werde, wenn ich wieder dran bin. Also, es stimmt ja nicht. Du hast. Also, Annie hat ja jetzt auch nur eine Person geschafft, deswegen.
Ach ja, stimmt. Deswegen, also. Ihr seid ungefähr gleich. Ja, gut. Nur Milan und ich haben jetzt halt alle geholt. Aber wie gesagt, in den ersten Runden würde ich auch behaupten, dass es einfacher ist als Killer, weil die Leute noch nicht so mit den Quicktime-Events eingespielt sind. Aber du kannst dich ja jetzt rächen, weil, ne, wenn wir chronologische Reihenfolge machen, bist du jetzt wieder dran mit Killer sein in der nächsten Runde dann. Ja, hören wir mal, genau. Also dann. Alles klärchen, ihr Lieben. Würde ich sagen, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, hinterlasst brav ein Däumchen nach oben und schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Dead by Daylight. Bis dann, ihr Lieben. Bye-bye. Ciao.